Was ist eigentlich der schnellste Weg, um 100 Meter in Minecraft zurückzulegen? Oder beziehungsweise ist man im Wasser, auf dem Boden oder in der Luft schneller? Und hinter mir seht ihr schon die 100 Meter Strecke. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die Zeiten ohne irgendwelche Special-Dinger. Die Zeiten habe ich hier alle doppelt so schnell gemacht, weil es ewig lang gedauert hat. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass man mit Elytra, obwohl ich noch keine Raketen hatte, auf jeden Fall viel schneller ist als so ein normal Sprint-Jumpen. Und vom Schwimmen will ich gar nicht mal erst anfangen. Das ist wirklich überlangsam, ey. Lol. Okay, das ist krass, dass das geht. Ohne alles scheint mir also die Elytra am schnellsten zu sein. Aber natürlich habe ich noch ein paar Asse in meinem Ärmel. Alright, das hier sind jetzt also die Upgrades. An Land laufen wir jetzt auf Eis und mit einem Block über dem Kopf, sodass wir Sprintjumpen können. Und haben außerdem noch einen Schnelligkeits-2-Trank. Den Trank verwenden wir auch im Wasser. Und außerdem haben wir da dann noch Dolphin's Grace. Und bei der Elytra nehme ich mir einfach Flight Duration 3 Raketen. Also checken wir mal jetzt das Rennen aus. Und jetzt ist es natürlich keine Überraschung. Die Elytra hat natürlich ganz klar gewonnen. Schwimmen war mal wieder am langsamsten und das Laufen war schon schnell, aber leider noch nicht schnell genug. Okay, das hat auf jeden Fall ganz klar die Elytra gewonnen. Aber jetzt kommen wir noch zu Verzauberungen. Und die heben das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level. Denn da haben wir einmal die Verzauberungen aus Vanilla, die man in jeder Welt bekommen kann. Und natürlich auch die, die es nur in Creative gibt. Und wir werden natürlich beide testen. Alright, das ist jetzt also das neue Setup. Wir haben hier eine Hose mit Soul Speed. Für hier den extra Speed. Brauche ich Schuhe damit? Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche Schuhe, oder? Also, wir haben hier einmal Netherite-Schuhe mit Soul Speed. Eine Netherite-Hose mit Depth Strider. Damit soll man schneller im Wasser sein. Und hier nochmal normal die Elytra, aber jetzt mit 64 Raketen. Kein Plan, ob das irgendwas verändert, aber ich würde sagen, ab ins Rennen. Dieses Rennen hier hat mich voll überrascht, denn hier hat einfach das Schwimmen gewonnen. Das ist schon sehr heftig und das Laufen, das hat hier komplett abgekackt. Die Fortbewegung im Wasser war jetzt schon überheftig, also würde ich sagen, es ist Zeit, die Limits von Minecraft auszutesten. Jetzt machen wir wahrscheinlich den größten Sprung, den wir in diesem Video machen werden und wahrscheinlich auch den einzigen. Denn jetzt gehen wir von Level 3 Soul Speed zu Level 255 und von Level 3 Depth Strider zu Level 255 und mal gucken, ob wir damit endlich die Elytra abhängen können. Natürlich reicht jetzt auch eine Speed 2 Potion nicht mehr aus, weswegen ich jetzt mit dem Effekt Speed 255 das Ganze probieren werde. Das letzte Rennen hat also das Laufen gewonnen, obwohl es eigentlich doppelt so schnell war, wie ihr hier in meiner Perspektive sehen könnt. Bro, wo hat mich das hingeschossen? Tschüss! Okay, Digga, übertreib. Mir fällt jetzt nicht wirklich noch was ein, womit ich das Ganze schneller machen könnte. Also schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch was haben solltet. Und lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich erstmal sagen, ciao!